Vi är på EX. Detta är som sagt ännu en gång fortfarande live och direkt. Och vi har fått med oss nästa gäster direkt från Rostock. Dit vår färja ibland går för att vi ska gå på julmarknad och dricka oss fulla. Nämligen Jäger 90! Wey! Herzlich willkommen, Jäger 90! Hallå! Kom in, kom in! Uns eine Ehre! Hallå, hallå! Sitten, sitten! Wo, wer? Nej, kolla, de bara går omkring. De är tyska. De fattar inte vad de ska. Det blir direkt kaos när man tror att de ska välordna det. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Herzlich willkommen. Grüß an ihr. Guten Abend. Ich fahre so gern Karussell. Ja, bitte. Echt? Ein Moment. Ja. Den här intervjun kommer att framföras på tyska. Alexander kommer att förklara vad det pratar om. Annars kommer jag översätta. Ja. Jungs, uns ist es eine Ehre, dass ihr hier seid. Danke, wir freuen uns auch sehr, hier im schwedischen Malmö zu sein. Hallo. Unsere erste Frage ist, möchten Sie etwas Sekt? Of course, natürlich. Ah, selbstverständlich. Dann gibt es Sekt. Unsere zweite Frage, und was uns ziemlich wichtig ist, ist, findet ihr unser Licht zu hell? No. Ne? Ich meine euer Sonnenbrillen. Ich liebe das Licht. Aha, okay, und, ja. Und die Dunkelheit. Ah, schön, schön. Meine dritte Frage, also wir haben ja unsere Fragen, sehr, sehr viel vorbereitet. Und ihr seid ja Ossis. Und wir möchten, also wir sind alle Ossis. Ossis, genau. Und wir haben viele Fragen bei uns, unser Chat, die fragen euch über euer Liebe-Rezepte von Soljanka. Liebe-Rezept Soljanka? Ja. Pusta. Soljanka. Ja, Paprika. Ja, und, Paprika. Ja, und dazu? Salami-Würfel. Aha. Mhm. Ja. Zwiebeln. Aha. Ketchup. Aha. Paprika. Hast du gesagt? Zwiebeln. etwas Würze. Mehr Würze. Ja. Und Mayonnaise-Limonade. Und Mayonnaise-Limonade. Paprika. Mehr Paprika. Und wie lange muss es kochen? Ja, für de svenska tittarna som inte förstår tyska så pratar man alltså nu om favoritrecept på kärlek. Mm. Det är mycket paprika. Das ist Liebe. Er hat es übersetzt, eine Liebe. Eine gute Soljanka muss eine Woche kochen. Genau. Auf kleiner Flamme. Eine Woche? Das ist ziemlich, also ich Super. Wusste, dass es mindestens 3-4 Tage kochen muss. Ja. Aber eine Woche. Ja? Ja. Gibt es eine spezielle Soljanka beim Rostock, woher ihr kommt, oder ist Soljanka überall dasselbe? Soljanka ist eigentlich aus Russland. Nö. Nö? Nö. Nö. Ukraine. Ukraine? Ja. Ja, das war ja Russland. Ja, stimmt. Ja. Ja. Wer ist hier der Ossi? Wer? Wer ist hier der Ossi? Ah, er seid die Ossis. Ja, stimmt. Ja, aber ich kenne was von... Du bist ein Schauspieler. Nö, ich bin ein Alien. Mm. Ja, richtig. Mr. Spock. Wie viele deutsche Biere gibt es? Jedes Mal, wenn ich Ossis treffen, ich finde es interessant. Wie war es? Wie war es früher und wie ist es jetzt? Also lustig. Wann? Jetzt oder dann? Many fun. Wann? Damals. Damals. Also vor die Wende. Ja. 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 Ist das so? Wir haben laute Musik gehört. Laute Musik. Wir waren young. Wir haben Sekt getrunken. Ja. Ja, und wir haben Soljanka gegessen. Aber ich meine, ihr habt ja alles erlebt. Nein. Ja. Ihr seid ja genug alt, es zu erleben. Vor und danach. Today's fun, heute ist fun. Ja? Damals war auch fun. Wir möchten das Alte nicht zurück, aber es war auch nicht, dass wir es schwer hatten. Es war auch schön. Schöne Jugend. Ja. Wir haben auch Spaß ohne Politik. Ja, bitte. Och här, för de svenska tittarna som inte kan tyska så pratar man alltså om hur alla i Tyskland tänker mycket på Alphaville. Das haben wir jetzt verstanden. Was kann man sich von früher mitnehmen in die neuen Zeit? Meine ich. Nicht alles glauben. Nein, nicht alles, aber was? Was war eigentlich besser? Freundschaft und Fairness.
Ja? Fairness, ja. Es war ungefährlich. Du konntest nachts alle Straßen entlang gehen und du brauchtest keine Angst haben vor nichts. Aha. Niemand hat dir etwas getan. Ne? Niemand hat dir etwas weggenommen. Aha. Es war unbeschwert. Du hattest ja nichts. Ne? Du hattest nur eine Jeans, ein paar Turnschuhe und ein T-Shirt. Fairness. Ja. Und dann das und Paprika. Ja, das fehlt heute. Paprika. Manchmal. Wir haben keine Angst vor nichts, aber manchmal ist es dangerous. Ja, klar. In der Dunkelheit, jetzt. In den Straßen, in den Gassen. Hm. Sobald es Nacht wird. Und man war unbeschwert. Ja. Also du hattest keine Sorgen, morgen kein Job. Aha. Du hattest immer einen Job. Ah ja, stimmt, ja. Aber es war egal. Ja. Jäger 90. Was ich nicht weiß, ist, warum heißt es Jäger 90? Das ist ein Flugzeug. Echt? Ein Fighter, ein Jet. Das ist der erste, the first name from the Eurofighter. The Eurofighter. So, the Eurofighter is a Kampfjet. Was, seid ihr Kämpfer? Ja. Für was kämpft ihr? Für Liebe, für Love and Sex. Und Sex? And Paprika. Paprika! Paprika, genau. Do you know, kennt ihr den Song? Fight for your right to party. Ja, mit Beastie Boys, ja, genau. Fight for your right to Paprika. Yeah. Super, wir danken euch, Jäger 90. Es war uns eine super Ehre, euch hier zu haben. Viel Prost und viel Erfolg heute Abend. Es gibt noch Tickets heute für Electric Christmas. Come on, guys and boys. Und wir bitten euch herzlich willkommen. Und dazu spielen wir eine Lied, das passt Jäger 90. Das ist Weihnachtsabend mit PAF. Puff.